Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema Gemeinde habe ich uns einen Predigttext herausgesucht, ein Wort ebenfalls aus der Apostelgeschichte. Es ist eine Erzählung, wie es damals zuging in Antiochia. Das war sehr schnell eine sehr starke und große Gemeinde, die schnell auch eine größere Bedeutung gewonnen hatte als die Gemeinde in Jerusalem, weil es dort ja eine große Verfolgungswelle gegeben hatte und die Christen aus Jerusalem und Judäa waren größtenteils nach Syrien, nach Antiochia oder nach Zypern gegangen und hatten eben dort in Antiochia eine große Gemeinde unter dem Wort Gottes gebildet. Und dort steigen wir ein. Diese Gemeinde ist relativ jung, aber schon sehr groß und auch sehr gewaltig. Und wir wollen hören auf Verse aus dem Kapitel 11, die Verse 27 bis 30 als Predigttext. In Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia, und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dieses geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Morgen in diesem Gottesdienst nachdenken dürfen über deine Gemeinde. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns jetzt diese Verse schenkst für diese Predigt. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du in dieser Predigt bei uns bist und dass du uns hilfst, die Bedeutung dieser Verse recht zu verstehen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du diese Predigt segnest und dass wir lernen über deine Gemeinde, über das, was es heißt, Glied an deinem Leib zu sein. Dass wir etwas verstehen, dass wir Dinge erkennen und dass wir sie dann auch hoffentlich umsetzen, Herr, dazu brauchen wir deine Führung, dein Geleit. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe das schon häufiger hier oben auf der Kanzel betont, das Studium der Theologie, das ich mehr durchlitten als genossen habe, einfach weil so viel Bibelfremdes dort bereitet wurde, schon damals, heute ist es noch viel schlimmer. In diesem Studium habe ich aber auch manches mitnehmen können, das muss man auch mal sagen. Und eine Sache, die mich sehr angesprochen hat, die mich sehr geprägt hat, das war ein Seminar bei einem Professor der praktischen Theologie. Und ich weiß noch, wie er damals das begann. Und der erste Satz in diesem Seminar, der lautet dann halt nicht die neutestamentliche Gemeinde und die Gemeinde bis zum heutigen Tag. Sie ruht auf drei Säulen, auf der Verkündigung, auf der Gemeinschaft und auf der tätigen Nächstenliebe. Also der drückte das so ein bisschen theologischer auf. Der sagte dann auf der Martyrie, auf dem Zeugnis halt nicht, auf der Koinonia der Gemeinschaft und auf der Diakonia eben der tätigen Nächstenliebe. Aber das sind die drei Säulen der Gemeinschaft, der Gemeinde Jesu Christi halt. Warum erzähle ich Ihnen diese kleine Anekdote aus meinem Studium? Nun, dieses, was dieser Professor dort gesagt hat, das finden wir hier auch in diesem kurzen Text wieder. Wir finden genau diese drei Säulen. Hier in Antiochia wird die Gemeinde ja als erstmals Christen bezeichnet. Und hier genau finden wir das übrigens auch schon wie in Apostelgeschichte 2, diese drei Säulen eben halt der Verkündigung, der Gemeinschaft und der tätigen Nächstenliebe. Und diese drei Säulen machen die Gemeinde Jesu anders als alles andere, was bis dahin da war und kommen wird. Und dem wollen wir heute nachspüren, was das heißt, was es damals geheißen hat, was es uns hat, dass wir auf diesen drei Säulen ruhen und was uns so anders macht gegenüber der Welt als Gemeinde Jesu Christi. Ich habe die Predigt überschrieben, die Andersartigkeit der Gemeinde in der Welt. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Erstens, der andere Blick der Christen auf die Welt. Zweitens,
die andere Gemeinschaft der Christen im Gegensatz zur Welt und drittens das andere Handeln der Christen in der Welt. Der erste Punkt, der andere Blick der Christen auf die Welt. Die Christen sehen die Welt anders an, als es die Menschen dieser Welt tun, die Jesus nicht kennen, die den Heiligen Geist nicht haben. Und das liegt daran, weil sie eine andere Lehre haben, weil sie eine andere Offenbarung haben, weil sie auf eine andere Verkündigung hören. Hier in diesem Text ist es so, dass die Gemeinde eine Information bekommt, die der Welt verborgen ist. Da kommt ein Prophet aus Jerusalem nach Antiochia mit Namen Agabus und er gibt ihnen eine Information über das, was kommen wird, was die Welt nicht hat. Deshalb handeln die auch anders. Da kommen wir gleich in Punkten 2 und 3 zu, dass sie anders handeln, auch eine andere Gemeinschaft haben. Aber das Erste und Wichtigste ist erstmal, dass Christen, dass die Gemeinde einen anderen Blick auf die Welt hat, deshalb, weil sie eine andere Offenbarung, weil sie eine andere Verkündigung hat. Die Menschen der damaligen Welt, die erwarteten ganz viel von den politischen Machthabenden. Antiochia befand sich mitten im Römischen Reich. Und das Römische Reich war zu diesem Zeitpunkt, wir sind etwa so im Jahr 45 nach Christus, auf dem Höhepunkt der Macht. Das ganze Mittelmeer umfasste das Römische Reich. Kaiser Claudius, der da am Regieren war, hatte gerade auch noch England erobert, halt, nicht? Da war kein Brexit, sondern die waren gerade ins Römische Reich reingezogen worden, halt, nicht? Die waren ganz groß und diese Menschen erwarteten ganz viel vom römischen Kaiser. Das war für die nicht nur ein Politiker. Seit Augustus, der einige Jahrzehnte zuvor Kaiser gewesen war, war der Kaiser gleichzeitig auch Gott. Und die erwarteten ganz vieles von ihm. Der Kaiser galt als Heiland, er galt als der, der aller Fehde ein Ende machen würde und der alles herrlich ausgestalten würde. So heißt es immer wieder in den Inschriften über Augustus, aber auch über Claudius halt nicht. Große Erwartung, die damaligen Zeitgenossen in diesen Kaiser und eben in das Römische Reich hineinlegten. Wir haben vor einigen Monaten schon einmal eine Predigt darüber gehabt, da habe ich Augustus gegen Jesus gestellt. Da wurde das nochmal deutlich zu sagen, was die Menschen damals erwarteten und was Jesus tatsächlich dann gebracht hat. Ich will das heute nicht vertiefen, aber ich will es kurz noch einmal streifen halt nicht. Die Erwartungen der Menschen damals, die galten eben dem Römischen Reich. Die Götter spielten gar nicht so eine Rolle, sondern die dachten an das, was sie anpacken konnten, was ihnen Frieden brachte, Wohlstand, Bruttosozialprodukt, nicht Pax Romana, so nannten sie das damals halt nicht. Prosperierende Wirtschaft, Handelsbeziehungen, natürlich brauchst du auch da Militär für. Die haben damals vor 2000 Jahren genauso gedacht, wie wir heute oder wie die Welt heute halt zu sagen, nicht? Und weitere Entwicklung halt und alles muss wachsen und der Friede muss erhalten bleiben halt, nicht? Das waren dieselben Gedanken damals wie heute. Und jetzt kommt da so ein Miesepeter aus Jerusalem und der verkündigt, es wird ganz schlimm werden. Es gibt eine große Katastrophe, eine große Hungersnot, die ist dann auch tatsächlich eingetreten. Die Bibel sagt das hier deutlich, zu Zeiten des Claudius halt nicht. Da ist nichts mehr so wunderbar. Die Welt ist nicht so rosarot, wie ihr sie euch malt, mit all den Hoffnungen, die ihr in die Politiker setzt, sondern die Welt ist schwierig und schlimm. Und Gott warnt die Gemeinde davor. Er warnt sie, hier auf Erden das Paradies zu sehen, sondern er sagt, es gibt große Probleme, es gibt große Schwierigkeiten. Die Gemeinde Jesu, die weiß, dass es einen Teufel gibt und dass der in dieser Welt herrscht als Fürst dieser Welt und dass da gar nichts gut ist. Und die Bibel warnt immer wieder davor, wenn wir uns mit den Utopien dieser Welt gleich machen, wenn wir die auch annehmen. Wir müssen nur in die Geschichte unseres Vaterlandes in den letzten 100 Jahren zurückgehen. Da sehen wir, dass die Menschen damals in der Welt genauso gedacht haben, wie damals die Menschen im Römischen Reich. Nicht? Was hat man nicht alles erwartet vom deutschen Kaiser? Nicht? Was hat man erwartet vom Führer? Was hat man erwartet vom Kommunismus? Halt? Nicht? Und was erwarten wir heute von der Demokratie? Nicht? Wohlstand, Sicherheit, Leben halt nicht. Da ist eine Überhöhung, wir merken das gar nicht mehr auf der Metaebene. Nochmal, nicht, dass jetzt wieder Leute schreiben, der Pastor Latzel ist ein Antidemokrat. Nein, nein, ich bin froh, dass wir in so einem System leben dürfen. Wir dürfen das nur nicht überhöhen. Eine Angela Merkel, ein Gabriel oder wie sie alle heißen, das sind doch genauso sterbliche Menschen wie wir. Und wenn wir von der FDP, der SPD, den Grünen, der AfD, weiß der Kuckuck von wem was, irgendwelche Rettung erwarten, dann können wir direkt sehen, dann sind wir enttäuscht. Leute, lasst uns nicht schauen auf das Irdische. Lasst uns immer schauen
auf Jesus Christus. Das macht Gemeinde aus. Und wenn heute geschrien wird, Umweltschutz, wir müssen die Erde retten. Leute, in der Bibel wird gesagt, wir können diese Welt nicht retten. Diese Welt wird untergehen. Das heißt nicht, dass wir nicht, was weiß ich, energiesparende Autos fahren dürfen und dass wir den Müll trennen. Aber wir wollen uns nichts vormachen. Es kommen große Nöte, größere Nöte als die, die der Agabus dort prophezeit hat. Wir haben einen anderen Blick auf diese Welt. Und deshalb wollen wir uns nicht den Illusionen hingeben, die die Welt hat, und das so überhöhen, wie das hier gemacht wird. Die Gemeinde Jesu hat einen anderen Blick auf die Politik und nicht nur einen anderen Blick auf die Politik. Die Gemeinde Jesu hat auch einen anderen Blick aufs Geld. Sehen wir ja hier nicht, da komme ich gleich noch zu, nicht, was die Gemeinde Jesu tut, halt nicht, als sie das da mitkriegen, was ihnen gesagt wird. Da geben sie ganz viel Geld weg. Das haben andere Zeitgenossen nicht gemacht. Habgier, Egoismus, das war schon immer im Menschen drin und das ist es heute auch. Geld regiert diese Welt, nicht nur zum Jahre 45 nach Christus, auch 2016. In dieser Welt gilt der Satz, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Das ist so, knallhart. Das kann anders umgedeutet werden, aber es ist genau so. Hast du was, bist du nichts, halt nicht. So sieht die Welt. Wenn du 1 Milliarde am Konto hast, dann bist du der ganz große Guru. Und wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, bist du nichts. Das ist tatsächlich so. Und wisst ihr, das Schlimme ist, dass wir Christen manchmal genauso denken, halt nicht, dass so ein Denken in uns hineinkommt, nicht? Wir wissen zwar, dass es falsch ist, aber so unterschwellig, nicht, läuft das ja mit. Gemeinde Jesu hat einen anderen Blick nicht nur auf Politik, auch aufs Geld. Hat übrigens insgesamt einen anderen Blick auch aufs eigene Ich. Hier von den Christen in Antiochia lesen wir nicht, dass sie erst mal an sich gedacht haben, sondern erst an die Brüder. Das war andersartig. Das war ganz, ganz anders, weil sie eine andere Lehre haben, weil sie wissen, dass andere Regeln gelten vor diesem Gott als eben diese Regeln dieser Welt. Weil sie auf etwas blicken können, auf das die Welt nicht blicken kann. Das macht die Bibel immer wieder deutlich im Korintherbrief. Da heißt es in 2. Korinther 4, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Welt, die sieht auf das Sichtbare. Da ist einige Verse zuvor. Der Gott dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Das ist der Unterschied zwischen Welt und Gemeinde. Die Welt hat den Sinn verblendet. Die kann das nicht sehen. Die lebt nach den Gesetzen des Teufels, auch wenn die nach außen so einen tollen Anschein haben. Wir haben eine andere Realität, eine andere Wirklichkeit, die des Evangeliums, der Herrlichkeit Jesu Christi. Und das ist wichtig, dass wir in diesem Blick auf die Herrlichkeit Jesu Christi immer wieder gestärkt werden und uns davon bestimmt sein lassen. Paulus bittet das für die Menschen, die ihm anbefohlen sind. Epheser 3 heißt es, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Der inwendige Menschen ist ja das, was eben den Heiligen Geist erfassen kann, was Jesus Christus sieht. Und da bittet Paulus inständig darum, das ist das Wichtigste, dass wir diesen Blick haben. Wenn wir diesen Blick nicht haben, dann brauchen wir gar nicht über ethisch richtiges Handeln nachzudenken, halt nicht. Das haut dann alles gar nicht hin. Wir müssen erstmal diesen Blick haben, eben auf Jesus Christus. Und den bekommen wir, wenn wir immer wieder im Wort Gottes gegründet sind. Die Gemeinde dort in Antiochia, die hat ja noch nicht das Neue Testament gehabt. Da musste Gott noch einen Propheten schicken, um gewisse Dinge zu offenbaren, um ihren Blick auf die Realitäten der Welt zu lenken. Wir brauchen Gott sei Dank keine Propheten mehr, die aus Jerusalem, Antiochia oder sonst wo hergelaufen können. Wir haben hier alle unsere Prophetie, die wir brauchen, abschließend gegeben in der Bibel. Und da ist uns alles gesagt, wie es werden wird. Wichtig ist nur, dass wir darin bleiben. Denn Gott spricht heute noch durch sein heiliges und lebendiges Wort und erklärt uns die Welt, in der wir leben, damit wir den Blick eben auf die Realitäten bekommen. Und dafür ist es wichtig, dass wir dort in dieser Schrift bleiben. Das wisst ihr ja, dass mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, das Wort Gottes, dass ihr immer wieder lest im Wort Gottes. Nicht deshalb, weil ich da irgendwie einen Tick habe, sondern weil es die Bibel sagt. Als wir eben die Lesung gehört haben, die zweite Lesung aus Apostelgeschichte 2, da hieß es, sie aber blieben beständig in der Lehre. Beständig in der Lehre. Wenn wir nicht beständig in der Lehre bleiben,
dann füllt uns der Widersacher mit anderen Lehren, nämlich mit weltlichen Lehren. Und wenn nicht die biblische Lehre uns füllt, dann kriegen wir ganz schnell den Blick dieser Welt, den Blick unseres Mediziners, der uns betreut, den Blick unseres Versicherungsagenten, nicht, der uns die Lebensversicherung verkaufen will, halt nicht, den Blick unserer Selbstsucht halt nicht ganz schnell. Es ist so wichtig, dass wir beständig in der Lehre bleiben. Ich habe eben zu Beginn der Predigt gesagt, die Gemeinde Jesu ruht auf drei Säulen halt nicht. Die erste ist die Verkündigung, ist die Lehre. Deshalb sollt und müsst ihr immer in der Bibel lesen, damit ihr drin bleibt, und zwar regelmäßig. Beständig, wie die Bibel das sagt. Gibt es ein tolles Wort, das heißt nicht, was nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel mäßig. Was nicht regelmäßig geht, das geht in der Regel mäßig. Und wenn ihr nicht regelmäßig in der Schrift lest, nicht regelmäßig in Gottesdienst kommt, dann wird euer Christsein ganz mäßig. Dann wird Gemeinde ganz mäßig. Wisst ihr, wir haben ja auch zur Pflege unseres körperlichen Leibes halt, nicht, gewisse Rituale, also zum Beispiel Zähneputzen, morgens und abends, das gehört mit dazu, einmal im Jahr zum Arzt gehen, Check zu machen halt, nicht, Blutwert und all den Krempel halt. Das gehört damit dazu, dass der Körper funktioniert. Wenn wir das nicht machen, wenn wir uns nicht waschen, nicht duschen, nicht Zähne putzen, dann wissen wir, was schnell passiert. Und genauso ist es beim geistlichen Menschen. Wenn wir da nicht regelmäßig, nicht, in der Lehre bleiben, beständig, dann werden wir krank. Denn dann wird der Blick der Bibel, der gesunden Lehre, geringer und der weltliche Blick wird immer größer, der wird immer größer. Deshalb schreibe ich euch ja Sonntag für Sonntag auch Hausaufgaben auf. Halt, nicht? Bitte, das ist nur was ganz Kleines halt. Nicht? Ich sage, Mindestmaß ist ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament pro Tag. Drunter nicht, drunter wird es zur geistlichen Minderernährung und ihr werdet nicht wachsen am geistlichen Menschen, das ist ganz wichtig. Und ihr müsst wachsen, damit ihr immer diesen Blick habt, nicht auf diese andere Realität, auf das, was Wirklichkeit ist, nämlich Jesus Christus, und dass nicht, wie gesagt, all die anderen Dinge in euch reinkommen, mit denen der Widersacher euch ganz schnell gefangen nehmen möchte. Die Gemeinde hat einen anderen Blick auf die Welt. Das ist der erste Punkt, der andere Blick der Christen auf die Welt. Der zweite Punkt, die andere Gemeinschaft der Christen im Gegensatz zur Welt. Wir lesen hier etwas ganz Wunderbares, also eigentlich erstmal was ganz Schlimmes, nämlich es wird ja das Furchtbares angesagt, es kommt eine schlimme Katastrophe, eine große Hungersnot, und Hungersnot damals ist nicht so wie heute, so nach dem Motto, ja, da kann man ja von einem Ende der Welt ein paar Flugzeuge rüberschicken mit ein paar Säcken Mais und Weizen und sowas, und dann wird schon alles funktionieren, sondern damals ohne Kühlschränke, ohne Lagermöglichkeiten, große Hungersnot, Missernten, das führte wirklich dazu, dass massenweise Leute gestorben sind. Und das erkennt die Gemeinde, die erkennt, es kommt ein großes Problem. Aber jetzt passiert Folgendes, und das ist das Tolle dieser Geschichte, das ist eine schlimme Botschaft, aber was ganz Tolles passiert, die gehen nicht hin, wie das in der Welt üblich wäre, damals wie heute, wenn so eine schlimme Botschaft kommt, dann heißt es, rette sich, wer kann. Ich, also wenn diese Botschaft heute erklingen würde, hier in Bremen, gibt eine schlimme Hungersnot, was passiert? Dann werden heute noch die Supermärkte gestürmt und jeder reißt so viel er will an sich, nicht? Hamstern, ich muss meine Lagerstätten voll machen, halt nicht so viel bringen. Am besten noch irgendwo eine Parzelle pachten, halt nicht, damit ich mich in den nächsten Jahren ernähren kann, halt. Ich muss gucken, dass ich mich und meine Familie durchbringen kann, halt nicht. Ich. Eine Hungersnot ist im Anzug, halt nicht, und wir müssen gucken, dass wir eben zurechtkommen, halt. Ich muss mich kümmern, ich setze mich in Bewegung. Wie ist die erste Reaktion der Brüder hier in Antiochia? Die sagen nicht, jetzt machen wir erstmal unsere Vorratskammern voll und dann schauen wir mal, was wir eventuell noch machen können, sondern das allererste, was sie tun, ist, ja, unsere Brüder in Judäa, in Jerusalem, die werden große Probleme kriegen. Wir müssen uns um die kümmern. Und dann wird eine große Sammlung veranstaltet dort in Antiochia. Das Erste, was sie sehen, sind ihre Brüder und Schwestern in Judäa. Und das macht Gemeinde Jesu aus. Dass bevor du auf dich selbst schaust, du siehst, was braucht denn der Bruder, was braucht denn die Schwester. Das hat damit zu tun, dass unser Heiland Jesus Christus, auf dem wir ruhen, von dem wir herkommen und dessen Geist wir haben, wenn wir zur Gemeinde, genauso gehandelt hat. Der, so heißt es im Philipperbrief, der hat sich selber entäußert, um uns zu retten. Der hat ja alles gehabt. Der ist eine Herrlichkeit gewesen. Er, der lebendige Gott, war alles, aber er entäußert sich seiner Lebend, seiner Göttlichkeit nicht und kommt in diese Welt und wird Mensch, um die, die er liebt, zu retten hat. Und genau so sollen wir denken.
Genauso sollen wir handeln im Geiste Jesu, dass wir hingehen, dass wir wirklich dienen und uns nicht bedienen lassen. Der lebendige Gott, der hätte es einfach möglich gehabt, einfach in der Ewigkeit zu bleiben und nur sich bedienen zu lassen. Das macht er aber nicht. Das ist das Besondere an unserem Gott. Der dient seinen Menschen, und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern er gibt sich selber in den Tod. Und dieser Geist soll uns auch prägen. Dieser Geist zu sagen, wir wollen dem anderen dienen. Nicht am anderen bedienen, sondern selber dienen. Nicht ich, sondern du. Das ist ja auch der Unterschied der Liebe, die Gott hat, nicht? Wir wissen, dass es im Griechischen drei Worte für die Liebe gibt. Der Eros, der sagt immer ich. Die Philia, der sagt ich und du. Und die Agape. Die Agape, diese Liebe sagt nur du. Die sagt nur du. Und das soll uns in der Gemeinschaft prägen. In der Gemeinde, in der wir sind, dass wir nicht zuerst auf uns gucken, sondern auf das, was der andere braucht. Das ist wichtig. Und diesen Geist, so zu denken, den kriegen wir nicht in der Welt. Die Welt ist bestimmt vom Egoismus. Dazu müssen wir immer wieder in Gemeinde kommen. Da müssen wir immer wieder hingehen, wo Jesus Christus ist, damit er uns mit diesem Geist erfüllt und prägt. Wir haben eben gesungen, wie jeden Sonntag, Gott ist gegenwärtig. Nicht nur gegenwärtig, dass wir ihn anbeten, sondern er ist vor allen Dingen gegenwärtig, dass er uns in Besonderheit, wenn wir uns unter seinem Wort versammeln, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen, dass er uns dann mit seinem Geist füllt, damit dieser Geist uns füllt, damit wir so an seinem Leib leben können. Das ist ganz wichtig. Und deshalb ist es auch so wichtig für die erste Gemeinde, das haben wir eben auch in Apostelgeschichte 2 gelesen, dass sie nicht nur beständig blieben in der Lehre, sondern auch in der Gemeinschaft. Das ist ganz wichtig für Gemeinde, dass wir bleiben in der Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern, also denjenigen, die auch den Heiligen Geist haben, damit dort uns eben dieser Heilige Geist prägen kann. Weil je weiter wir weg sind von der Gemeinschaft der Christen, desto mehr wird uns der Geist dieser Welt prägen. Und dann ist ganz schnell nicht mehr der Heilige Geist brennend in uns. Ich habe in Vorbereitung auf diese Predigt eine tolle Geschichte gehört, die das nochmal deutlich macht, wie wichtig auch die Gemeinschaft ist, damit Gemeinde sein kann. Da ging es darum, dass in einer kanadischen Gemeinde, in einem Ehepaar, die Frau gestorben war. Die Frau war eine brennende Christin. Der Mann ist immer so mitgekommen, aber der war jetzt nicht so irgendwie so, dass er sich hervorgetan hat, als besonders vollmächtiger und gläubiger Bruder halt. Aber als die Frau gestorben war, da ist er gar nicht mehr gekommen. Und so nach einigen Monaten haben die Ältesten dann zusammengesessen, haben darüber gesprochen und gesagt, der fehlt. Und haben dann gesagt, du, der Pastor, du musst da mal hingehen und du musst ihn nochmal ermahnen auch und rufen, dass er zur Gemeinde kommt. Aber der Pastor wusste, das ist ein schwieriger Kandidat, der war sehr verschlossen, dieser Mann halt nicht. Und da wusste nicht so recht, wie das angehen sollte und hat dann auch Gott gebeten, im Gebet halt nicht, führe mich, damit ich das diesem Bruder deutlich machen kann, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und dann hat er ihn aufgesucht, einen Termin gemacht, das war im Wintertags halt nicht. Und die sitzen in seinem Landhaus halt nicht vorm Kamin und der Pastor bringt nicht richtig ein Wort raus, die schweigen nur so. Und auf einmal geht der Pastor zum Kamin und nimmt aus dem brennenden Kamin ein Scheitholz raus und legt es vor den Kamin auf die Fliesen. Und sie sitzen dann so 10 Minuten weiter vor im Kamin, da brennt und prasselt das Feuer. Aber dieser einzelne Scheitholz, nicht? Der wird immer weniger, der verglüht immer mehr und wird immer weniger, da ist keine Hitze mehr drin. Und dann steht dieser Witwer auf, nimmt diesen Scheit und schmeißt ihn in den Ofen zurück und sagt, Herr Pastor, ich habe verstanden, ich werde ab sofort wieder zur Gemeinde kommen heute. Das ist das, was wir brauchen, Gemeinschaft, Gemeinschaft mit anderen Christen. Nicht nur sonntags, aber da vor allen Dingen. Das ist ganz wichtig. Also der Sonntag ist ganz wichtig. Ich habe das eben gesagt, nicht, was nicht regelmäßig geht, wird in der Regel mäßig. Der sonntägliche Gottesdienst ist ganz, ganz wichtig. Das haben übrigens unsere Feinde immer wieder mitgekriegt. Wir haben eben vom Kaiser Claudius gelesen, anderer Kaiser, großer Christenverfolger, Diokletian, der hat angeordnet, das Christentum auszurotten halt nicht, aber hat auch gesagt, wir werden sie nicht verhaften und auch nicht drangsalieren, wenn sie sich sonntags nicht versammeln, dann können sie weiter sammeln. Sie dürfen sich nur nicht sonntags versammeln. Der hatte verstanden, da wo sie sich versammeln,
da kriegen sie ihre Kraft. Und wenn wir die Versammlung sprengen, da brauchen wir die gar nicht mehr inhaftieren. Nicht? Wenn wir dieses Verbot machen für Gottesdienste halt nicht, dann ist schon alles erledigt, dann wird der Rest schon so kommen halt nicht. Das haben unsere Feinde verstanden, übrigens auch im Dritten Reich halt nicht. Das haben die Nazis immer wieder gemacht, haben dann Veranstaltungen des Jungvolks, der HJ und auch gerade der SS grundsätzlich immer sonntags morgens gelegt halt nicht. Damit eben nicht die Möglichkeit bestand halt nicht, dass die Leute in Gottesdienst gingen halt nicht. Die waren ja auch dezidiert nicht nur antisemitisch halt, das ist immer das Erste. Zuerst wird das Volk Gottes angegriffen, als Zweites die Christen. Die wollten ja auch das Christentum ausrotten halt nicht. Und da ist es etwas ganz Gutes, das wissen unsere Feinde halt nicht, wenn man ihnen den Sonntag nimmt, die Versammlung da, wo sie zusammenkommen, im Geist Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen in der Gemeinschaft, damit uns Gott einfach durch seinen Geist in besonderer Weise segnen kann, damit wir als Glieder am Leib gestärkt sind. Das ist ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig halt. Und wenn wir dann diese Stärkung haben, wenn wir das sonst empfinden, dass wir sagen, wir sind wirklich Glieder am Leib Jesu Christi, dann wird es uns auch gelingen, so zu denken und zu handeln, wie die Christen hier in Antiochia. Dass sie nicht zuerst an sich denken, sondern an die anderen Glieder, die leiden. 1. Korinther 12 sagt Paulus das halt nicht. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen Glieder mit halt nicht. Das ist das, was uns anders macht als die Welt. Ja, mal ganz ehrlich, was interessiert die Welt halt nicht, wenn in Afghanistan eine Bombe hochgeht? Was interessiert die Welt nicht, wenn der IS wieder einen Bombenanschlag macht, irgendwo in Syrien auf eine Kirche halt nicht? Aber wenn du Glied am Leib Christi bist halt nicht, dann spürst du, wie dich das trifft halt nicht, wie dir das wehtut. Aber das ist nichts, was du aus dir selber heraus machen kannst. Dazu ist der natürliche Mensch nicht in der Lage, nicht fähig zu. Sondern das muss Gott schenken. Und dazu brauchen wir die Gemeinschaft. Deshalb verlass die Gemeinschaft nicht, verlass die Versammlung nicht. Sucht immer wieder die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern, damit uns der Herr an seinem Leib stärken kann und wir uns verstehen können in dieser Gemeinschaft und dann eben auch anders leben und handeln können. Das war das Zweite, was uns anders macht. Das ist die Gemeinschaft der Christen im Gegensatz zur Welt. Und ein Drittes, was die Gemeinde Jesu anders macht, ist das andere Handeln der Christen in der Welt, die Diakonie. Wir lesen hier, dass diese Botschaft kommt, diese Verkündigung. Sie verstehen sich als Gemeinschaft und dann handeln sie. Die handeln und dann nicht nur, dass sie sagen, naja, wir geben mal eine Spende. Es gibt einen Unterschied zwischen Spende und Opfer. Die hier geben ein Opfer. Hier steht in der Bibel, jeder gibt so viel, wie er konnte. Das heißt, umgesetzt, die geben all das ab, was sie nicht notwendigerweise brauchen. Also die gucken, was brauche ich, um mich zu ernähren, meine Kinder, aber alles, was darüber hinaus ist. Das geht für die Brüder ab. Nicht irgendwie so 10 Euro, die ich sowieso überhabe halt, nicht, sondern zu sagen, die geben ein wirkliches Opfer. Das macht wirkliche Gemeinde aus. Opferbereitschaft, nicht Spendenbereitschaft. Opferbereitschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, das dürfen wir nie vergessen, die gegründet ist auf ein Opfer. Wir würden nicht existieren, wenn der lebendige Gott sich nicht für uns geopfert hätte. Er ist für mich, ist für euch, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und hat das Opfer gebracht, damit wir nicht mehr eines Tages verurteilt werden, damit wir nicht geopfert werden. Unsere Gemeinschaft ruht auf einem Opfer, dem Opfer des lebendigen Gottes auf Golgatha, der für uns zum Lamm wurde halt. Unsere Gemeinschaft ruht auf einem Opfer. Und weil der Herr so an uns gehandelt hat, weil er so an uns gedient hat, möchte er das auch von uns, dass wir so handeln in dieser Welt. Nicht nur sich so ein bisschen einbringen, viele verstehen ja so Gemeinde, ich sage das mal, fühlt euch jetzt nicht angegriffen, ich nehme mich ausdrücklich jetzt auch mit hinein, so ein bisschen als Hobby, nicht? Solange es nicht wehtut, mache ich in dem Laden ganz gerne mit. Aber wenn es ein bisschen zu nahe tritt, nicht? Wenn es so meine Zeit kostet, so ein bisschen meine Familie, meine Karriere oder gar mein Portemonnaie bedroht, nicht? Also dann ist Schicht im Schach, nicht? Das muss so ein bisschen Hobby-Ebene bleiben. Paulus sagt in Römer 12, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Diese Erneuerung des Sinnes, die kommt nicht durch uns, die kommt durch den Heiligen Geist. Dazu müssen wir wieder in die Gemeinschaft gehen, auf die Lehre hören halt nicht. Aber das müssen wir tun. Dass wir wirklich sehen, sind wir bereit, wirklich uns als Opfer dahin zu bringen? Ihr wisst ja, dass ich viel unterwegs bin, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern darf eben auch anderweitig Bibelstunden halten, Bibelabende machen, evangelisieren. Und da kommt man in der Seelsorge viel in Gespräch mit Geschwistern. Und ich erlebe das ganz, ganz häufig, wenn die Leute kommen, die Brüder und Schwestern, dass die anfangen zu klagen.
ach, wie schlimm es hier in der Gemeinde ist. Und das Problem. Und der Älteste und der Pastor und wow, 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 wow. Das ist manchmal nicht einfach. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn die Leute kommen und dann so viel klagen, sie einfach zu fragen halt, wie sieht es denn eigentlich mit dir aus? Also du nimmst hier ganz vieles wahr oder sie nehmen das wahr, was hier nicht stimmt. Aber wie ist es eigentlich mit deiner Opferbereitschaft, mit deiner Hingabe? Bei vielen Christen ist keine Bereitschaft mehr zum Opfer, sondern Christsein ist immer mehr nur so eine bequeme Gewohnheit. Da hat man sich eingerichtet, das tut nicht weh. Aber das macht Gemeinde Jesu nicht aus. Wahre Gemeinde Jesu ist bereit zum Opfer. Nochmal, das macht uns diese Gemeinschaft hier in Antiochia, die als erstes Christen genannt wurden, deutlich. Und das ist nicht nur hier so, sondern auch Apostelgeschichte 2, da haben wir davon gehört, nicht, dass die ersten Geschwister alles weggegeben haben, da in einer Gütergemeinschaft gelebt haben halt, nicht, und dass haufenweise Leute dazu kamen. Wird ja heute immer wieder geguckt, was können wir denn machen halt, nicht, damit wir Gemeindewachstum haben halt, nicht. Was müssen wir denn tun? Ich sage, wir müssen nur gucken, was in der ersten Gemeinde gewesen ist halt nicht. Und wenn man so zusammenlebt wie die ersten Brüder und Schwestern, wie die Bibel uns das zeigt, mit dieser Opferbereitschaft, mit dieser Hingabebereitschaft halt nicht, ja, da werden wir auch attraktiv für andere Leute. Wenn wir nur, ich sag mal, so ein Hobbyverein sind, wie der Kaninchenzüchterverein oder wie der Karnevalsverein halt nicht, wo man sagt, so ein bisschen mache ich mit, aber ob man da mitgeht ist oder nicht, das tut auch nichts weiter zur Sache halt nicht, dann müssen wir sich wundern, wenn uns die Leute auch reihenweise weglaufen. Aber man merkt, die leben das wirklich, was dieser Jesus Christus gesagt hat, nicht? So wie der sich geopfert hat, so sind die auch bereit, sich in diese Welt einzubringen. Dann wird diese Gemeinde auch eine ganz andere Attraktivität gewinnen halt. Unser Herr Jesus Christus nochmal hat sich für uns geopfert und wenn wir ihm nachfolgen, sind wir auch gerufen, uns zu opfern. Jetzt ist das ja ganz einfach, hier oben zu stehen und euch anzupredigen, euch noch so halb so schlechtes Gewissen zu machen und dann am besten noch zu sagen, was ihr zu tun habt. Ich möchte mal euch sagen, was in der letzten Woche auch bei mir passiert ist halt, nicht? Wenn ich genau das auch bei mir festgestellt habe, Mensch, du bist ja wirklich bequem eingerichtet, nicht? Ich bin ja noch Berufschrist halt, nicht? Ich kriege ja einen Haufen Geld dafür bezahlt, was ich mache halt, nicht? Aber wo gehst du wirklich mal ein bisschen bereit hinein, wo es ein bisschen wehtut, nicht? Wo man sagt, das ist nicht normaler Dienst, sondern du bist opferbereit. Und habe ich mich wirklich in vielen Bereichen vor dem lebendigen Gott geschämt, dass ich nicht bereit bin, für andere Christen Opfer zu bringen. Ich sage euch mal ein paar Beispiele. Eine ganze Zeit lang, diejenigen, die DR Spektrum lesen, wissen, da gibt es einmal im Monat Gefangener des Monats. Da habe ich es mir zu eigen gemacht und bin hingegangen und habe dann immer diese Adressen, die angegeben waren, dann die Botschafter hier in Deutschland aus dem Land, wo dieser Mann Ende verhaftet war oder diese Frau, hinzuschreiben, dafür zu investieren. Natürlich kostet das 5 Minuten, ja? Ja? Aber das habe ich eine Weile gemacht, ist eingeschlafen. Keine Opferbereitschaft. Bin ich bereit, 5 Minuten im Monat zu opfern für einen anderen Christen, der inhaftiert ist? Da habe ich mich für geschämt. Ich habe gedacht an diese Christen, die Christinnen, diese jungen Frauen, die da in Nigeria von der Boko Haram verschleppt worden sind, diese 200 Mädchen, vor 2 Jahren. Da habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich gewesen, wenn meine Tochter vor 2 Jahren von islamischen Terroristen verschleppt worden wäre, die würde da zwangsprostituiert, zwangsverheiratet werden, wie würdest du denn handeln? Das würde mich beschäftigen. Und ich hätte gedacht, Mann, wie froh wärst denn du eigentlich, wenn andere Brüder dir beistehen würde? Wenn dann aus Somalia, aus Nigeria ein Christ kommen würde, würde dir vielleicht einen Brief schreiben, würde für dich und dein Problem die Hände mitfalten halt, nicht? Und der da nicht nur hingehen würde, würde da in Nigeria, in Somalia seinen Dienst nach Vorschrift machen, alles abarbeiten, was wichtig ist, Renovierung der Kirche und alles kümmern halt nicht, aber dem ich egal wäre halt nicht. Da habe ich mich vor Gott geschämt, weil ich einfach gesehen habe, Mann, da hast du so viele Kapazitäten, du bist nicht bereit, mal was zu opfern, nicht mal klein, ich spreche jetzt von ganz kleinen Dingen und ich will gar nicht reden von meinem Portemonnaie, ja? Ihr glaubt nicht, was ich jede Woche für E-Mails bekomme und Briefe, wo ich mitkriege, wo Christen in dieser Welt leiden. Jetzt kann man natürlich sagen, du kannst ja nicht allen helfen. Die Frage aber ist, bin ich wirklich da, dass ich sagen kann, ich bin ein Christ, der opferbereit ist, der sein Portemonnaie aufmacht, der sein Girokonto mal fließen lässt, oder bin ich so abgestumpft, dass ich das gar nicht mehr wahrnehme? Ich sage euch das so deutlich, wie ich hier stehe. Ich habe in der letzten Woche in Vorbereitung auf diese Predigt den Ordnungsgong bekommen. Weil ich bin ja Teil der Gemeinde. Ich bin sogar Gemeindeleiter. Ja? Und die Frage ist, wie sieht denn da mein anderes Handeln hier in dieser Welt aus? Bin ich so jemand, der ab und zu mal spendet, oder bin ich wirklich opferbereit? Und zwar nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit meiner Zeit, mit meiner Liebe, mit meinen Gebeten halt nicht. Also hat der Herr mich wirklich in die Buße geführt. Und ich hoffe, dass er mir genügend Kraft gibt,
mich da in der nächsten Zeit zu ändern und durch seine Kraft zu versuchen, stärker so zu leben, wie er für uns gelebt hat. Und das wünsche ich mir auch für diese St. Martini-Gemeinde, das wünsche ich mir auch für euch. Wenn ihr feststellt, dass da eure Opferbereitschaft, euer Handeln gegenüber anderen in dieser Welt nicht so ist, wie der Herr Jesus Christus das möchte, sondern dann geht in die Buße, so wie das Petrus auch gesagt hat, was sollen wir tun? Tut Buße, bringt es dem Herrn und bittet ihn um Veränderung, auf dass er euch zu einem Handeln befreit, wie es der Gemeinde Jesu Christi entspricht. Dieses Handeln ist in dieser Welt, das sage ich ganz deutlich, nicht vernünftig. Und wenn ihr so handelt und euer Umfeld euch sagt, das ist aber nicht richtig, wie kannst du nur, da wisst ihr, dass ihr am richtigen Weg seid. Wenn diese Welt euch applaudiert für die Dinge, die ihr tut, halt nicht, und euch auf die Schulter klopft, dann wisst ihr, dann ist manches, wo man wirklich ein Fragezeichen hintermachen kann. Aber bitte, wir sind anders. Gemeinde Jesu ist anders. Und ich bitte darum, dass Gott mir diese Kraft gibt, anders zu leben in dieser Welt und auch wir als Gemeinde anders leben können, damit die Welt auch an uns erkennt, was es heißt, zu Jesus Christus zu gehören. Die Andersartigkeit der Gemeinde in der Welt, wir durften sie sehen an der Gemeinde in Antiochia, sie hat erstens einen anderen Blick auf die Welt, sie übt zweitens eine andere Gemeinschaft im Gegensatz zur Welt und sie handelt anders in dieser Welt als die Welt. Möge der Herr euch schenken, dass ihr auch bereit seid, in dieser Welt anders zu leben, zur Ehre unseres Heilandes und Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gott, sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.